Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Wochenlegung. Und zwar vom 11.7. bis 17.7.2022 ist jetzt dran. Ja, super schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Ich freue mich auch auf diese Legung hier. Du bist bei Claudias Cosmic Card News. Mein Name ist unschwer zu erraten, Claudia. Und ja, und ich würde sagen, du siehst hier schon mal, wir können schon loslegen. Also, ich habe zwei wunderschöne Decks für dich erstmal. Das ist einmal hier die Kraft der Göttinnen. Orakel, ich liebe dieses Deck sehr, es ist wirklich wunderschöne Energien drin von der Colette Baron Reed. Und dann habe ich das Tarot-Deck für uns, und zwar haben wir hier das Mucha-Tarot. So. Und ja, und zwei entzückende Kristalle, guck mal, süß, ne? Ein Herzchen, ein Lapis-Lazuli-Herzchen und meine heißgeliebten Kristalle für die Klarheit. Ja, diese Woche bin ich sehr gespannt, was sie für uns bereithält. Ich habe noch ein paar andere Decks hier liegen, aber die kommen dann bei Bedarf zum Einsatz. Schauen wir erstmal, was uns denn rein von der Energie her für die Woche, fürs Kollektiv jetzt, ja, was da auf uns zukommt. So. Und natürlich in aller Klarheit, ich habe hier meine Kristalle natürlich wieder liegen. Okay, also. Für das Kollektiv, die Energien in der Woche vom 11.7. bis zum 17.7.2022, bitte. Was sind die Energien für die Woche? Ja, nehme ich. Ich höre auf. Danke, tschüss, wird eine tolle Woche. Mehr brauchen wir nicht. So, okay, guck mal. Die Sonne ist die erste Karte, die rausfällt. Und ja, das heißt, die sich mir gezeigt hat, besser gesagt, ist ja nicht rausgefallen. Das ist natürlich Erfolg, Freude. Das ist wirklich ganz viel gelingen. Und ja, das ist die Sonne, ist, ja, was soll ich sagen? Sonne halt, ne? Großartig. Okay, schauen wir noch mal weiter. Schauen wir noch mal weiter. Was erwartet uns noch in dieser Woche? Vielleicht hast du halt, ja, wenn du jetzt irgendwelche Projekte geplant hast, wenn jetzt irgendwas in die Umsetzung bei dir kommt, dann ist das natürlich sehr gut möglich, dass das so von Erfolg gekrönt ist, dass es dich schon regelrecht überrennt. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Schauen wir mal. Schauen wir mal weiter. Was sind noch die weiteren Energien für diese Woche vom 11. bis 17.07.2022? Für uns, fürs Kollektiv. Dann die nächste Karte. Oh, ja. Was soll ich sagen? Also geht das schon wieder so los, wie das eine Mal. Die sechs Stäbe, das ist der Erfolg, der Sieg, das Gelingen, ja, die Anerkennung, die Wertschätzung. Kurzum, Sieg. Ja, also Sonne und Sieg zusammen ist schon mal ein, finde ich, sehr unschlagbares Team. Jetzt gucken wir weiter. Also es sieht so aus, als wenn, egal was du diese Woche dann anfasst, grundsätzlich das von einer wundervollen Energie begleitet ist, erfolgsgekrönt. Also du darfst vielleicht, da fällt mir gerade ein, wir hatten doch neulich diese, vor 2 Wochen oder wann das war, oder war das letzte Woche? Nee, vorletzte Woche. Diese traumhaft schöne Energie von der Woche, wo ich noch gesagt habe, du meine Güte, das ist ja das Glück pur. Energien stoppen ja nicht einfach. Energien sind nicht plötzlich am Sonntag, ja, am Sonntag ist das vorbei, ab Montag geht wieder der triste Alltag los. Nein, nein, das ist natürlich schon so, dass du deine Samen, die du säst, erntest du. Und wenn du in dieser anderen Woche vor lauter Begeisterung, weil diese Karten so toll waren, super gut drauf warst und gesagt hast, wow, und ich habe neue Zuversichten und neue Hoffnung geschöpft und so weiter, kann das durchaus sein, dass dann solche Ergebnisse sich zeigen. Jetzt bin ich aber gespannt, was da noch kommt. Jetzt bin ich gespannt, was hier noch weiter sich zeigen möchte. Ich hätte bitte noch eine Karte. Hätte bitte gerne noch eine Karte für die Woche vom 11.7. bis 17.7. Da haben wir den Stern. Nein, Quatsch, die Mäßigkeit. Entschuldigung. Das ist die 14, das ist natürlich die Mäßigkeit. Das ist ja ein Hinweis auf innere Harmonie und Balance. Ausgleich, es ist ganz. Ja, ganz wichtig auf das Ausgeglichene zu achten, auf, das ist die Karte der Heilung unter uns, also auch eine Karte von Heilung.
dass etwas in die Balance kommt. Wenn ich mir das natürlich so anschaue, dann sieht das aus, als wenn das, da steht ein endlich dabei. Also endlich kommt es in Heilung, endlich ist es in Harmonie und Balance, weil diese Dinge hier sich so gezeigt haben, ist etwas wirklich endlich in die Balance gekommen. Ich möchte aber noch mal eine Karte dazu haben. Upsala, die möchte. Oh, die sieben Schwerter. Ja, das ist sehr spannend, weil diese Karte natürlich grundsätzlich auf ein bisschen so Betrug hinweist, so ein bisschen auf, ja, ich gehe ins feindliche Lager und stehle die Schwerter und hoffe, dass ich irgendwie davon komme. Also das ist eine Karte der Täuschung und auch des Betruges, der Lüge unter Umständen. Aber auch ein Hinweis auf Authentizität und dementsprechend gibt es gibt bei den Karten natürlich immer ganz viele Deutungsmöglichkeiten. Also entweder ist es so, dass dieses Unternehmen, das was hier für dich so erfolgreich ist, dass es dir den Weg geebnet hat, endlich authentisch zu sein, deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Weil das ist geheilt, Authentizität sozusagen oder Lügen und Betrug und so weiter, das ist geheilt, das ist jetzt endlich in Balance. Ich habe nämlich auch, während ich gemischt habe, tatsächlich gemerkt, ich habe noch diese irgendwie so diese Frage in mir gehabt, ja, um was geht's denn da eigentlich mit der Heilung? Und ich denke, das ist nämlich die Antwort darauf, dass es um wirkliche Wahrhaftigkeit geht, dass du endlich das leben kannst, ich sage bewusst endlich, dass du deinen Weg gehst, dass du dein Ding machst, wie man so schön sagt. Das ist von Erfolg gekrönt. Du bist auf einem mega guten Weg. Wir haben hier zweimal Erfolg liegen. Wir haben hier Heilung liegen, was auch Erfolg ist. Heilung ist immer Erfolg. Und wenn wir hier die Karte von Betrug haben und Unaufrichtigkeit, dann sieht mir das wirklich danach aus, gerade weil ich tatsächlich diese Frage in mir noch hatte, um was geht es denn da bei der Heilung? Was wird denn da geheilt? Also da ist wirklich dann auch Klarheit da. Die Schwerter stehen ja auch immer für die Klarheit. Ja, jetzt gucke ich natürlich auch nochmal, was ist hier am unteren Kartenrand. Jetzt haben wir hier die 9 Kelche. Ja, wunderschön. Also sie guckt da ganz verzückt, wenn du das mal so siehst. Also ihr geht es gut. Sie ist, ja, sie hat da Reichtum an auch Gefühlen, also sie ist erfüllt, 9 Kelche ist ja schon mal ein ganzer Haufen, ne? Und insofern ist das ja schon mal eine gute Energie. Jetzt gucken wir, was da drunter ist. Da drunter ist, ja, guck mal hier, die 2, alles klar. Die 3 Stäbe, das ist, ich dachte erst, da liegt eine andere Karte drunter. Die 3 Stäbe, das ist natürlich die Karte, du hast einen Weg geschafft. Du bist auf den Berg rauf, du hast ihn geschafft und jetzt schaust mal, jetzt hast du im Prinzip die Wahl, wie es weitergeht. Also du stehst hier, hier sind die Schiffe, du bist da an einem Punkt angekommen, wo du wirklich ganz ohne Hindernisse in die Zukunft schauen kannst. Da sind keine Hindernisse mehr. Er guckt in die Weite, er guckt in die Ferne und das heißt auch, okay, ich habe hier eine bestimmte Position erreicht. Da habe ich jetzt festen Boden unter den Füßen und ich kann ganz beruhigt und entspannt in die Zukunft schauen. Und das hat auch was damit zu tun. Also möglicherweise hast du deine Berufung gefunden. Möglicherweise bist du auch in Beziehungsfragen, familiären Fragen, also egal welcher Bereich in deinem Leben das jetzt betrifft. Also auf jeden Fall hat das was mit Erfüllung zu tun, mit Erreichung eines Zieles, mit Erfolg und mit Heilung. Also ich habe gerade noch so die Idee, ob du dich da vielleicht aus einer Situation, die dir vorher nicht gut getan hat, dass du dich daraus gelöst hast und dass du für dich entschieden hast, gesagt, nein, ich treffe eine neue Wahl. Die 2 Stäbe, das ist die Karte, die auch sagt, so ein bisschen Halbherzigkeit, laue Gefühle und so weiter, ich kann mich nicht entscheiden, ich will mich vielleicht auch gar nicht so richtig entscheiden, ja, das ist so ein bisschen, man ist nicht so richtig motiviert. Auf jeden Fall ist hast du vielleicht so ein bisschen hier in so einem Raum gestanden für dich, wo du sagst, ah, ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Und naja, und dann bist du aber losmarschiert
Und dann hast du diesen Weg genommen, du bist den Weg gegangen. Und wenn ich das als Reihenfolge sehe, da ist sie sehr unentschlossen, der sagt ja, oh, endlich geschafft. Und dann kommt dieses, ach, ist das schön hier oben. Ja, und das spiegelt natürlich das ganz hervorragend wider. Das finde ich sehr, sehr schön, ihr Lieben. Also wirklich. Und hier haben wir nochmal die Gerechtigkeit. Ne? Also das ist wirklich das, was ich vorhin sagte, Saat und Ernte. Ursache und Wirkung, geistiges Prinzip wieder. Wir haben, was ich vorhin sagte, vielleicht hast du in der Woche, wo ja schon mal diese super, super, super guten Energien waren, Samen gesät, die jetzt aufgehen. Weißt du? Das ist, das finde ich ganz fantastisch. Was haben wir hier drunter? Hier drunter haben wir noch den König der Stäbe. Ja, auch, wow. Der ist ein Macher, das ist ein Unternehmer. Der redet nicht nur, der macht. Ne? Und der hat Feuer im Herzen, der hat Leidenschaft, der will Dinge umsetzen. Und das spiegelt das natürlich hier ganz hervorragend wider. Und der hat sich eine Position erarbeitet. König ist oben, König ist Herrscher, König ist Bestimmer. Und ja, dann hast du vielleicht... Ja, warte mal. Och Gottchen, das Schicksalsrad. Und die Neun der Münzen, ja. Der Aufbruch schweren Herzens. Also es sieht wirklich aus, als oh, unter der... Also das ist schon wieder so schön. Guck dir das mal alles an hier. Das sind alles so Karten, die für mich von Zuversicht sprechen, die für mich von... ja, ich möchte das Leben leben, was für mich auch gedacht ist. Ich habe keinen Bock auf dieses... ja, auf dieses, ach, naja, immer diesen Trott, immer dasselbe, immer und ja, und natürlich, vielleicht ist dir auch bewusst geworden, dass wenn du immer dasselbe machst wie bisher, wirst du auch immer dieselben Ergebnisse haben. Also es, die Energie von dieser Karte ist auch so ein bisschen so ambivalent, eigentlich so ein bisschen lustlos, ne? So, aber dann losgehen und losmarschieren und machen und tun. Und dann stellst du fest, ah, okay, hier fühlt sich das aber ganz schön gut an, auf dieser Position, wo ich schon bin. Und das ist von Erfolg gekrönt und Heilung tritt ein und Authentizität. Du kannst endlich das leben, was du leben möchtest, sagt mir auch diese Karte. Du kannst endlich du sein. Großartig, oder? Also ich bin begeistert. Ihr Lieben, ich bin begeistert. Das finde ich schon mal eine ganz hervorragende Aussicht für diese Woche. Jetzt möchte ich natürlich aber trotzdem noch mal mit den Lenormand-Karten. Kannst du das dann alles gut sehen hier? Muss aber ein bisschen Kontrolletti machen hier, ne? Genau. Ja, doch, das kannst du ganz gut sehen. Kommt ja noch ein bisschen was dazu, nicht wahr? Ja, jetzt wollen wir aber noch mal schauen, dass wir hier... Ach, ist das schön. Da freue ich mich doch schon sehr auf diese Woche. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich euch verrate, warum. Okay, ja, warten wir noch mal ab. Also, dumm, hups, da fliegt einer raus. Da fliegen zwei raus. Ja, da haben wir einmal den Fisch. Der Fisch und, wen haben wir noch? Den Mann. Okay, Fisch und Mann. Wenn es für dich um eine Beziehung geht, dann kann das tatsächlich sein, dass du jetzt, dass du Erfolg und Glück in Beziehungsdingen hast, dass deine Beziehung geheilt wird. Das, weil der Fisch und der Mann, also der Fisch, der steht ja einerseits für Geld, aber auch für Gefühle. Und wenn wir hier von den neuen Kelchen mal ausgehen, als unterliegende Energie, dann haben wir natürlich ganz viel Gefühl da. Und da sich die beiden sozusagen auch noch anschauen, ist es gut möglich, dass du also in Sachen Beziehung wirklich einen Erfolg erringst, in Anführungsstrichen erringst, dass sich die Dinge lösen, dass sich die Dinge heilen, dass sich die Dinge klären für dich. Und dann hast du halt Friede, Freude, Eierkuchen da nächste Woche, was ich dir von Herzen natürlich wünsche. Aber auch wenn es für dich vielleicht ums Geld geht, was ja auch sein kann, wenn du deine Berufung lebst, wenn du das lebst, was du wirklich möchtest, dann ist das natürlich auch sehr erfüllend, auf jeden Fall. Und dann ist es durchaus möglich, dass das Geld im Außen mit sich bringt. Ich möchte auf jeden Fall da noch mal eine weitere Karte ziehen. Ich habe als Hinweis nur, weil da unten ist der Sarg. Das heißt, da ist auch etwas zu Ende gegangen. Ja, etwas ist beendet worden. Etwas hat sich sozusagen erledigt. Ich möchte jetzt aber hier tatsächlich noch mal
Also ich glaube, dass die beiden wirklich super wichtig sind aus irgendeinem Grund, weil die sehr, weil die so straight, so krass rausgeflogen sind, dass es, die wollten sich unbedingt zeigen. Jetzt möchte ich aber gerne nochmal bitte eine haben, mindestens eine. Eine Karte für die Wochenenergie. Das Haus. Ja, da kommt noch eine. Ich muss sie schon mal ein bisschen so hintun. Das Haus, ja. Schon mal eine weitere ziehen. Ja, Sabbalot. Was soll ich sagen? Tada! Die ist rausgeflogen. Siehst du das? Die ist rausgeflogen. Tada. Die Sonne. Ja, ihr Lieben, was soll ich denn dazu sagen? Ich kriege mich ja vor Begeisterung schon wieder gar nicht ein. Also, ja, Erfolg auf ganzer Linie. Die erste Karte ist die Sonne. Die letzte Karte, in Anführungsstrichen, ist ebenfalls die Sonne. Es geht um das, was bei dir zu Hause ist. Es geht um möglicherweise um Anerkennung und Wertschätzung. Der Mond steht ja im Lenormand dafür auch. Und wenn man mal den Mond generell nimmt, geht es natürlich auch um das Unbewusste, auch um die Unsicherheiten und Ängste. Das ist dann mehr im Tarot. Lass mich mal kurz hier schauen, bitte. Also das Haus ist natürlich das, was dich direkt betrifft. Dein Haus, deine Wohnung, dein direktes Umfeld, alles, was bei dir direkt mit dir zusammenhängt. Das kann auf eine Beziehung hindeuten, eine erfüllte Beziehung. Das, was du zu Hause machst, es kann auch sein, dass das zwei unterschiedliche Dinge natürlich sind. Es kann ja auch sein, dass du sowohl in finanziellen Belangen wirklich die Sonne hast und den super Erfolg. Es kann aber auch sein, dass du im Beziehungsleben auch noch Erfolg hast. Also es kann wirklich das Rundum-Paket bei dir sein. Und das sind natürlich immer so Phasen, wenn die mal bei uns eintreffen, dass wirklich alles so rund läuft. Das ist ja immer schon wow. Ja, das muss man auch erstmal aushalten können. So viel Glück ist auch klar. auf jeden Fall ist alles, was bei dir zu Hause passiert, um dich direkt was mit dir zu tun hat, es hat mit dir zu tun, von Erfolg gekrönt, wirklich gekrönt. Ganz viel Glück nächste Woche. Der Mann kann ein Mann, wie gesagt, sein. Es kann aber auch sein, dass es um deine männliche Energie geht. Die männliche Energie ist ja die nach außen gerichtete. Also das heißt, es ist möglich, dass du im Außen einen sehr großen Erfolg hast mit dem, was du tust. Auf jeden Fall geschieht Heilung in einem Bereich oder in mehreren Bereichen. Und es ist möglich, dass dieser Erfolg, der hier oben ist, der hier dich direkt betrifft, dass der auch mit Geld zu tun hat, dass Geld kommen kann. Das finde ich super, super, super interessant, ihr Lieben. So, und ich werde jetzt noch, was kann ich jetzt genau, und wenn, jetzt, genau, jetzt möchte ich erst einmal, die Göttin kommt zum Schluss. Ich möchte jetzt nochmal das Law of Attraction Deck nehmen. Dieses hier von Esther und Jerry Hicks. Alle Karten, die ich benutze, kannst du auch in der Box unten sehen. Da habe ich sie alle aufgelistet. Ja, was haben wir jetzt in dieser Woche? Vom 11. bis zum 17. 7.2022. Was ist hier für Energie für uns, für das Kollektiv? Welche Energie kommt hier noch in der Woche auf uns zu? Welche Botschaft ist da? Ja, da haben wir doch schon eine. Und zwar, meine Aufgabe ist es, für mich ein Leben in Freude zu erschaffen. So, und das dürfen wir uns alle an den Spiegel hängen. Weil egal, was im Außen ist, ganz egal, was im Außen ist, es hat nicht die Macht, es sei denn, du gibst sie ihm oder wir alle geben dem Außen die Macht, dass wir unglücklich sind, aber es hat nicht die Macht, tatsächlich uns Unglück einzupflanzen.
wenn etwas ist, womit wir nicht, was uns nicht gefällt, dann ist das schon in uns vorhanden. Und dann dürfen wir da mal den Blick hinwerfen und mal reflektieren, was macht es jetzt gerade mit mir? Warum fühle ich so? Was hat es mit mir zu tun? Denn nichts, was im Außen ist, hat nichts mit dir zu tun. Und das ist immer das habe ich mir irgendwann so auf die Fahne geschrieben, dass ich sofort, wenn irgendwelche Situationen nämlich auftauchen, tatsächlich sofort bei mir bin, aufhöre, anderen die Schuld für irgendetwas zu geben, sondern zu sagen, es ist meine Verantwortung, mein Inneres so auszurichten, meine Gedanken so zu harmonisieren, so zu heilen, die Dinge, die in mir da in Disbalance sind, dass ich ein glückliches Leben führen kann. Das ist meine Aufgabe und genau das, meine Aufgabe ist es für mich, ein Leben in Freude zu erschaffen. Also dieses berühmte vor der eigenen Haustür kehren. Jetzt steht natürlich noch was Schönes auf der Rückseite, bin ich gespannt. Wenn deine vorherrschende Absicht darin besteht, bei deiner Arbeit Freude zu empfinden, wird deine Triade der Absichten Freiheit, Wachstum und Freude rasch und mühelos in Übereinstimmung kommen. Betrachte es als deine, in Anführungsstrichen, Arbeit, eine freudvolle Lebenserfahrung zu erschaffen. Du erschaffst die Dinge nicht und bringst nicht hervor, was ein anderer erschaffen hat. Und du sammelst auch nichts. Du bist ein Schöpfer und der Gegenstand deiner Schöpfung ist deine freudvolle Lebenserfahrung. Das ist deine Mission, das ist dein Streben. Deshalb bist du hier. Ich halte das noch mal ein bisschen mehr hier rein, damit du das gut vielleicht noch mal kannst auf Stopp drücken und noch mal lesen. Also das ist wirklich so. Unsere Aufgabe ist es, nicht unglücklich zu sein, sondern uns ein freudvolles Leben zu erschaffen. Und was soll ich denn sagen? Guck dir doch mal diese Karten an. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Ich bin ja sowas von geflasht. Ja, und ich bin sehr begeistert, dass nicht nur die Marketti-Karten so tolle Ergebnisse hervorbringen, sondern auch diese Karten. Es ist großartig. Was für eine wundervolle Woche steht uns bitte bevor. Es ist doch unfassbar. Ja, so. Und jetzt werde ich hier meine Deko mal kurz ein bisschen beiseite räumen müssen, weil da kommt jetzt noch was hin. Jetzt kommt noch auf jeden Fall das Heilstein-Orakel. Dieses hier. Da möchte ich doch mal gucken, welcher Stein ist denn das, der uns jetzt für die Woche gut tut? Welche Energie ist es, die uns da auch noch begleitet, unterstützt in der Woche vom 11. bis 17.07.2022? 11. bis 17.07. So, gucken wir mal. Der ist es. Okay, nehme ich mal beiseite. Dann haben... den Lapp. Guck dir das an hier. Tada. Ist das nicht witzig? Ich hatte vorher noch ein seltsames Augenmerk auf dieser Karte. Ich weiß auch nicht warum. Also, Wahrhaftigkeit. Präsenz. Es braucht Mut, ehrlich zu sein. Lapis stärkt dein Selbstbewusstsein, sodass du deine Wahrheit offen äußerst. Er lässt dich präsent sein und mit Würde durch das Leben gehen. Luja Soggi. Also ganz ehrlich, wenn das jetzt... Ich bin immer wieder geflasht. Das ist genau diese Karte hier. Also und Ehrlichkeit heilt auch. Wenn du zu deiner Wahrheit stehst, wenn du das tust, was in dir ist, was sich für dich stimmig anfühlt und du sagst, ja, das ist es und du dich nicht von äußeren Umständen weiter beeinflussen lässt oder von irgendwelchen Menschen, die immer ja alles so gut wissen und so gut meinen und tatsächlich nur aus ihrem eigenen Standpunkt heraus sich bewegen und was sagen. Wenn du da wirklich deinen Weg gehst, dann ist das in Balance und in Heilung. Und dann kannst du deinen Weg gehen, deinen dir ganz eigenen Weg. Also ich meine, da sind wir übrigens alle natürlich auch aufgefordert, nicht nur, dass wir unseren eigenen Weg gehen, sondern dass wir auch die anderen
ihren Weg gehen lassen und dass wir nicht auch immer alles besser wissen, wie irgendjemand was zu tun hat und zu lassen hat und so weiter, sondern dass sie sagen, okay, das ist seine Angelegenheit oder ihre Angelegenheit und nicht mein Bier. Ich habe mit meiner Haustür, die zu fegen, schon genug zu tun. Genau, also Authentizität, Ehrlichkeit, Klärung von Dingen gehen nächste Woche in Heilung und diese Woche hat ein unglaubliches Potenzial. Mein Tipp an dieser Stelle ist nämlich auch ganz spannend. Ich hatte, als diese traumhaft schöne Legung war vor 2 Wochen, da war das nämlich so, dass ich einen Kommentar drunter hatte, wo jemand schrieb, das glaube ich nicht. Das darf man natürlich. Jeder darf ja glauben, was immer er oder sie glauben möchte. Darum geht es gar nicht. Sondern worum es mir ging, ist die Energie. Wenn du etwas Wunderschönes siehst, und du hast jetzt hier diese traumhaft schöne Energie von Sonne, nochmal Sonne, größte Glückskarten im ganzen Deck, der Sieg. Ja, es ist eine allgemeine Legung, das auf alle Fälle. Und es muss auch nicht für dich zutreffen, definitiv nicht. Aber je mehr du dich auf diese positiven Energien einlässt und du die für dich adaptierst und wirklich sagst, oh, das fühlt sich einfach gut an, das fühlt sich gut an vom Zuhören, vom Aufnehmen dieser Energien. Und es erhöht in dem Moment deine Schwingung, wenn du diese Energien zulässt. Wenn du dafür aufnahmebereit bist und sagst, ja, das ist, und wenn es jetzt im Augenblick vielleicht, ich weiß ja nicht, in welcher Situation du bist, aber wenn es im Augenblick vielleicht auch etwas hier sehr utopisch möglicherweise für dich anmutet, aber wenn du diese Energie annehmen kannst und sagst, ja, das fühlt sich gut an. Du musst ja gar nichts in die Zukunft projizieren. Aber wenn du diese Energie annehmen kannst und durchfühlst, dann bist du als Sender in einer ganz anderen Schwingung unterwegs als vorher. Je höher wir schwingen, desto höher schwingende Ergebnisse bekommen wir. Das heißt also, jedes Mal, wenn du dich in einer positiven Energie, da dich damit einhüllst, die durchfühlst und die wirklich für dich adaptierst, wie ich schon sagte, dann säst du gerade in dem Moment neue Samen für ein neues Ergebnis. Und wenn du das ständig machst, deswegen hatte ich ja auch jetzt bei der Wochenendenergie war das, glaube ich, ne, wo ich dann gesagt habe, okay, die Dankbarkeitsübung. Sei dankbar. Schau, dass du Dinge findest, für die du dankbar sein kannst. Und am besten machst du dir diese Gedanken vom zu Bett gehen oder im Bett noch und bevor du einschläfst. Und dann schläfst du mit dieser wundervollen Energie ein, was du am Tag für schöne Dinge gesehen hast. Und das ist wirklich ganz egal. Die sind egal, wie klein oder groß sie in deinen Augen sind. Auf jeden Fall jedes zählt, jede Dankbarkeit zählt und nichts Gutes bleibt unbemerkt. Der Kosmos ist da ganz gut aufgeteilt. Und wenn wir mal schauen, dass wir, dass alle Schwingungen, alle Frequenzen jederzeit stets und ständig um uns herum sind. Und je nachdem, wie wir schwingen, in die entsprechenden Resonanzen kommen und wir auch Schöpfer unserer Realität natürlich sind. Meine Aufgabe ist es für mich, ein Leben in Freude zu erschaffen. So, also dann geht es natürlich ganz klar darum, welche Schwingung habe ich und welcher Schwingung bin ich gerade? Was ist dann noch in mir, was vielleicht auch echt noch nicht ganz so authentisch ist? Aber wie kann ich das hinbekommen, so ein Ergebnis zu bekommen? Indem du die Dinge natürlich heilst und sie dir bewusst machst vor allem und schön bei dir bleibst natürlich. Ach, herrlich, sag ich dir. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. So, und jetzt gucken wir natürlich nochmal. Jetzt muss ich allerdings hier ein bisschen umbauen, weil hier muss noch eine Karte nämlich hin. Die braucht ein bisschen Platz. Jetzt haben wir natürlich die Göttin. Das Göttin-Orakel für die Woche vom 11. bis zum 17.07. Das Göttin-Orakel. Warte mal, aber ich möchte das gerne noch ein bisschen... Schau mal, so ist noch ein bisschen schöner, ne? Genau. Okay, also, aus dem Göttinnen-Orakel. Eine Energie bitte. Welche Göttin begleitet uns in dieser Woche? Welche Göttin begleitet uns in dieser Woche? Welche Göttin begleitet uns? Welche Botschaft?
die Göttin Metis, Weisheit. Jetzt haben wir hier die Karte Nummer 34. Also möglicherweise bist du von der Lebenszahl eine 7. Oder du hast am 3.4. Geburtstag, bist vielleicht 34 Jahre alt. Oder wie gesagt, die 7. Kann natürlich auch sein. Okay, dann schauen wir doch mal, was dieses wundervolle Orakel uns mitzuteilen hat. Die Metis, die 34. So, also, da haben wir nämlich zwei Botschaften. Ich weiß nicht, ob du dieses Orakel kennst. Da habe ich einmal hier die Kraftbotschaft und dann gibt es nochmal die Heilungsbotschaft. So, und jetzt zurücklehnen und genießen. Kraftbotschaft. Wenn Erfahrung und Wissen zusammenkommen, entsteht daraus etwas sehr Schönes. Weisheit. Sie sind wie die Stränge eines festgeflochtenen Seils, das so stark ist, dass nichts es zu durchschneiden vermag. Einmal gewonnene Weisheit wird zu einem wesentlichen Teil deiner selbst. Metis, die Göttin der Weisheit, sagt dir, dass du jetzt genau weißt, was in deiner gegenwärtigen Situation zu tun ist. Die eigentliche Frage dabei ist, hast du den Mut und die Entschlossenheit, eine weise Wahl zu treffen? Deine Antwort darauf lautet, dich nicht zu verstecken. Du bist aufgefordert, die Lösung in dir statt im Außen zu suchen, dich der Weisheit, die du bereits erworben hast, zu bedienen und sie auf deine Fragestellung anzuwenden. Vielleicht musst du stattdessen aber auch die Bescheidenheit aufbringen, einen Menschen aufzusuchen, der weiser ist als du. Es ist eine kraftvolle Zeit und vielleicht kommen andere jetzt auf dich zu, um von deiner Weisheit zu profitieren. Es ist auch eine verheißungsvolle Epoche, um neue Beziehungen zu knüpfen, die auf tiefen, gemeinsam erfahrenen Wahrheiten beruhen. Du trittst in eine Lebensphase ein, in der du all das, was du bist und gelernt hast, auf kraftvolle Weise mit anderen teilen kannst. Außergewöhnliche Dinge sind möglich, wenn Metis dir deine Weisheit in Erinnerung ruft und die Notwendigkeit, sie zum Ausdruck zu bringen. Das war die Kraftbotschaft jetzt. Und jetzt setz das mal in Beziehung zu dem, was hier liegt. Ja, das ist, da haben wir Sonne, Sieg, das ist die Heilung, das ist die Authentizität, also auch deine Wahrheit, dein Sein, so wie du in Wahrheit gedacht bist, auch wirklich zu entdecken und zu leben. Ja, und jetzt haben wir die Heilungsbotschaft. Metis hat vor langer Zeit eine sehr schmerzliche Lektion gelernt und möchte dich davor bewahren, dieselbe Erfahrung durchzumachen. Sie entschied sich dafür, sich selbst klein zu machen, ihre Lebenskraft und ihr inneres Licht zu verdunkeln und von ihrer Macht abzugeben, um sich Liebe zu bewahren. Wer oder was in deinem Leben hat bewirkt, dass du es genauso machst? Stellst du aus Angst vor Repressalien dein Licht unter den Scheffel oder weil du das Gefühl hast, unwert und der Liebe nicht würdig zu sein? Oder vielleicht auch zu viel für andere oder zu klug? Metis stellt dir eine wichtige Heilungsaufgabe. Du musst dich dieser Angst, dieser Befangenheit stellen und laut und vernehmlich Nein dazu sagen. Auch wenn es sich dabei um die Folgen kultureller Prägung handelt, lautet die Botschaft an dich, mutig und tapfer zu sein und dich zu fragen, wie du zu einem Teil der Lösung werden kannst. Selbstverkleinerung ist nur eine Entschuldigung dafür, keine Verantwortung für die eigene Macht zu übernehmen und nichts in der Welt zu bewirken. Du hast eine Fülle von Lebenskraft in dir. Komm also aus deinem Winkel heraus und lasse dein Licht leuchten. Geh das Risiko ein und trage deine Weisheit in die Welt. Wir brauchen dich. Wow. Ja, da möchte ich, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Es ist eine ganz, ganz klare Botschaft, die Selbstverantwortung. Wenn du hier jetzt sage ich doch noch was dazu. Meine Aufgabe ist es für mich, ein Leben in Freude zu erschaffen. Und das kannst du natürlich nur, wenn du authentisch bist, wenn du selbst bist. Weil wenn du nicht du selbst bist, dann lebst du ja nicht dein Leben. Und wir sind es leider sind wir es gewohnt, weil man uns das ja ewig erzählt hat, dass ja immer die anderen für uns besser wissen, was zu tun ist. Und
da brauchst du bloß das Radio anmachen. Da brauchst du bloß, also im Übrigen, ne, ich habe weder Radio noch Fernsehen, schon seit Jahren nicht mehr, weil ich mir diesen Quatsch da nicht mehr antun möchte. Weil da einfach nichts wirklich Sinnvolles, Gutes bei rauskommt, außer dass es uns runterzieht. Nachrichten sind grundsätzlich negativ, habe ich für mich abgeschafft. Höre ich mir gar nicht mehr an. Manchmal schnappe ich natürlich doch noch was auf, aber grundsätzlich muss ich mir das, was aus dieser Glotze kommt, ich sag's dir ganz ehrlich, einfach nicht mehr antun. Da wird so viel gelogen, da wird so viel Mist erzählt. Das lenkt uns alles, das lenkt jeden ab, dass wir uns mit negativen Dingen beschäftigen, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns Sorgen bereiten, die uns vor allem Angst, richtig Angst machen können und oder beziehungsweise besser gesagt Angst auslösen, dass wir uns schön hilflos und ohnmächtig fühlen und wir dabei übersehen, dass wir Schöpfer sind. Wir haben eine unglaubliche Kraft in uns, eine Macht in uns und die gilt es zu leben, anzuerkennen vor allem, die eigene Größe anerkennen. Hatten wir gerade bei der Legung der blinde Fleck, wenn du die sehen möchtest, schau sie dir gerne an. Da geht es wirklich, die eigene Größe anzuerkennen, den Selbstwert wirklich für sich zu erkennen, was für ein wertvolles Geschöpf du bist. Und du bist nicht nur Geschöpf, du bist Schöpfer. Und das ist so wichtig. Und wenn man das einmal erkannt hat, kann man nicht mehr zurück. Da ist die Tür da, du bist nicht nur mit dem Fuß in der Tür, sondern du hast die Tür weit aufgestoßen und du sagst, okay, so, und jetzt komme ich. Und zwar natürlich zum höchsten Wohle aller, auf jeden Fall. Also nicht egoistisch, gerade Ego eben nicht. Ne? Also das Ego lässt uns ja gar nicht oftmals uns selbst leben. Das Ego sagt, du musst Geld verdienen, der Kühlschrank muss voll sein, du musst Prestige haben, du musst ein tolles Auto haben, das du dir eigentlich gar nicht leisten kannst, aber damit du deinem Nachbarn sagen kannst, guck mal, was habe ich, ein tolles Auto, und den Nachbarn kannst du gar nicht leiden. Also aber trotzdem, Hauptsache man erhöht sich, und das ist natürlich das Ego. So, und jetzt geht es in die Wahrhaftigkeit, ihr Lieben. Es geht in die Wahrhaftigkeit. Deine Wahrheit offen äußern. Das nur mal am Rande erwähnt. Nur weil die Karte am Rand liegt. Nein, die ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. So, ja. Ich freue mich riesig auf die Woche. Das kann ich dir so schon verraten. Und ja, ein Grund ist, ich sag's jetzt doch, ich habe nämlich nächste Woche jetzt Geburtstag. Und mit solchen Karten im Background ist das natürlich ganz fantastisch. Und ja, also gehen wir mit einer guten, wundervollen Energie in die Woche, säen wir Samen der Freude, der Liebe, des Erfolges und erschaffen uns ein Leben in Freude. Okay, alles klar. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe, alles Gute. Wenn dir das gefallen hat, gerne liken, kommentieren und Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz schnell wieder bei einem anderen Video. Und alles Liebe bis dahin. Namaste.